Tag auch, Heldin. Ich habe gehört, dass du mit Aramis geredet und so einige schockierende Wahrheiten erfahren hast. Mithrax war früher ein Bösewicht. Ist das zu glauben? Das muss ich Krähe erzählen. Ich weiß, dass Eido sauer ist, weil ihr Papst ihr nichts davon erzählt hat. Verständlich. Aber das erschüttert mich nicht. Mithrax, er ist nur ein Typ, der was getan hat, worauf er nicht stolz ist. Und das verstehe ich. Da fällt mir ein. Vor langer Zeit war ich am vierten Grab von Nezarek. Ich erkannte diese Relikte auf den ersten Blick wieder. Deshalb wollte ich dich dabei haben. Wenn es um so eine Macht geht, vertraue ich niemandem mehr als dir. Also, außer Eris. Sie hat mir erklärt, wie Mithrax diese Dinger für das Gute nutzen könnte. Was auch immer er tut, wird uns zeigen, was für eine Person er ist. Ja, vorausgesetzt, wir können Aramis davon abhalten, die letzten Relikte zu finden und uns alle zu töten. Also, kümmere dich drum, okay?
sich zusammenrotten. Sie werden sich dir wieder und wieder stellen, bis dein Haus fällt. Wir können anders sein, Aramis. So sind wir nicht. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß auch, wer du bist. Diese törichten Vasallen riskieren ihr Leben für Aramis Ruhm. Wir haben schon viel Schlimmeres für weniger Geld getan, nicht wahr, Misrat? Schweig! Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für deine taktlosen Bemerkungen.
Innere ihres Schiffes gelangen? Ist das nicht zu gefährlich? Wir müssen herausfinden, wo sich ihr Versteck befindet. Nur so können wir Aramis Pläne aufdecken. Und ohne Gefahr wäre es ja kein Abenteuer. Dieser Captain muss seine Beute an einem ruhigen Ort versteckt haben. Lass uns ein paar Köpfe einschlagen und herausfinden, wo genau sie versteckt ist.